Abend zusammen. Also bei mir ist es zumindest Abend. Der Ruppi hat gemeint, ich sollte mal, oder ich könnte ja mal irgendwie so bekannt geben, wie was wo mit meinem Handgelenk war. Ich habe mir irgendwo beim Baseball, wahrscheinlich bei sowas hier, ich blende es mal ein, irgendwie bei sowas hier die linke Hand, also das, ja, den linken Handballen irgendwo auf den Boden geknallt. Und normalerweise, ich habe das eigentlich immer, einmal im Jahr oder so, und dann geht es aber wieder weg. Und das dürfte jetzt irgendwie sechs Wochen her sein oder so, und es ist immer schlimmer geworden. Und ich bin dann irgendwann zum Doc und habe gesagt, Mensch, das gibt's doch nicht, ich kann nicht mehr überdehnen, also das hier tut mir weh, das hier tut mir weh, und auch ein Druckschmerz ist da, ja, vor allem im Daumenballenbereich. Und habe gesagt, ja, ist irgendwie doof. Ne? Und dann wollte der erstmal eingipsen, da habe ich erstmal gesagt, danke, aber nein, danke. Und dann haben wir gesagt, gut, stellen wir es ruhig mit so einer Schiene, ihr habt das vielleicht auf meinem Hauptkanal auch schon gesehen. Und das hat es schlimmer gemacht. Stillhalten. Oder zumindest in der Schiene halten. Also war für mich dann auch der Zug auch schon abgefahren, dass wir irgendwie eingipsen oder so. Also er wollte eigentlich mich schon wieder eingipsen dann am Montag. Also von Freitag bis Montag habe ich es dann ruhig gehalten, wurde nicht besser. Am Montag bin ich dann nochmal rein und habe es mir dann nochmal angucken lassen. Und er wollte wieder eingipsen. Da habe ich wieder gesagt, nein, danke. Und dann habe ich mich direkt in die Röhre schieben lassen. Ich glaube, das ging, ich war um 10 Uhr oder um 11 Uhr morgens, 11 Uhr vormittags, war ich beim Doc, und um 16:30, 17 Uhr sowas um den Dreh war ich schon in der Röhre und habe aber dann den Baseball-Europapokal auch abgesagt. Mein Physiotherapeut hat mir schon Angst gemacht, weil der gesagt hat, gut, wenn das wirklich jetzt eine Handwurzelknochengeschichte ist, dann kannst du sowieso erstmal alles knicken, dann kannst du dich operieren lassen, wenn es um so bestimmte Handwurzelknochen geht. Wenn nicht, dann, wenn es um andere geht, dann ist es irreparabel und dann hast du Pech gehabt. Und witzigerweise habe ich mich gerade daran erinnert, dass meine Bilder ja, dass ich die geschickt gekriegt habe. Das heißt, wer vielleicht Kernspintomographie-Bilder noch nie gesehen hat, so sehen die im Endeffekt aus. So sehen sie aus, wenn man nicht wackelt. Und so sehen sie aus, wenn man wackelt. Also ich habe wohl, das war total merkwürdig. Ich muss mich auf den Bauch legen und so da reinlegen. Und dann sagt die Dame irgendwann so, ja, sie halten sich nicht still. Ich denke mir so, ja gut, ich atme. Soll ich aufhören oder was? Ja. Na, auf jeden Fall haben wir... lange Rede, kurzer Sinn, wir haben in der Kernspintomographie dann auch nichts gefunden. Und ich habe jetzt keine Ahnung, die hat gemeint, die Radiologin hat gemeint, ich habe hier Flüssigkeit drin, aber es wäre auch schon alles, was auffällig ist. Und ich liebe ja dann so Ärzte, die sagen, ja, sie haben überhaupt nichts, weil man bildet sich ja alles ein. Ne? Naja, egal, auf jeden Fall. Ja, muss man jetzt mal gucken. Ne? Also ich habe schon überlegt, mal die Handgelenksbandagen, vielleicht Handgelenksbandagen zu benutzen oder so. Auf jeden Fall zieht sich das Ganze. Also ich habe keinen Bock mehr auf Pause, aber hilft ja nichts. Mal gucken. Also so ist das Ganze passiert. Beim Baseball irgendwo ordentlich draufgeknallt. Und jetzt zieht sich es irgendwie 6 bis 8 Wochen und kein Schwein weiß irgendwie, was los ist. Ja? Also ich muss mal gucken, wie man das wieder wegkriegt. Ansonsten muss ich halt, weiß ich nicht, mit Baseball aufhören oder mit Liften. Aber beides irgendwie ungeil.